So, hallo, hier ist der Bärbel. Bei mir gibt es heute Mittag Chicorée Gratin mit Schinkenfüllung. Ich habe den Chicorée die Strunk rausgeschnitten, klein gehäckselt. Hier. Dann habe ich den Schinken klein geschnitten und zwei Schalotten klein geschnitten. So. Jetzt mal sehen, wie ich das hier schaffe mit dem. Jetzt zerlasse ich Butter. Da werden die Zwiebeln und der Schinken kurz angebraten. Und dann muss ich noch eine Soße machen mit Kräutern und Milch, aber da muss ich die Petersilie noch schneiden. Jetzt muss ich kurz den Schinken durchschwenken. So, das war's schon. Und jetzt werde ich erstmal meine Petersilie klein. So, machen wir weiter. Ich tue jetzt hier Butter in meinen Topf. Auslassen. So, jetzt kommt hier ein bisschen Mehl rein. Milch. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss abwürzen. Da habe ich wieder meinen Muskatnuss. So, das soll 10-15 Minuten leicht köcheln. Wohin? Kein Platz mehr auf dem Bisschen. Ich werde jetzt Chicorée bei mir reintun in meine Auflaufform. Das. So, dann kommt der Schinken drauf.
den Rest vom Chicorée. Der Rest vom Chicorée. Eigentlich die Petersilie muss drauf. Ah ne, die kommt dann zum Schluss drauf. Eigentlich soll ich ja den Käse hier in meine Soße reintun. Aber ich mache den jetzt so drauf, weil mir das dann alles hier drinnen festklebt und ich krieg meinen Topf kaum sauber. Jetzt kommt meine Soße hier drüber und alles kommt dann in die Mikrowelle.